Werbung. Hey, liebe Podfluencer Community. Gio und Michael hier. Servus Podcaster. Aufgepasst. Wir haben eine Ankündigung für euch. Das Podfluencer Festival ist da. Vom 29.09. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in Neu-Ulm statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles. Wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim Podfluencer Festival. Dein Gio und dein Michael. Werbung, Ende. Bitcoins verdienen beim Podcast anhören. Ist das wahr oder ist das nur eine Schlagzeile aller Bildzeitung? Das erfährst du in dieser Episode. Michael, lass uns loslegen. Yo. Podcast News. Yeah, Hello. Am, am Freitag, wie immer. Herzlich willkommen an allen Zuhörer und Zuhörerinnen und auch an dich, Michael. Denn heute ist es wieder soweit. Wir haben Weekend und natürlich leiten wir unser Wochenende, der nachher losstartet quasi, mit einer tollen News ein. Mhm nämlich Bitcoin hören, also Bitcoin hören, Bitcoin verdienen mit Podcast hören, so wie es du schon angesprochen hast. Richtig. Und wir haben uns das ganze System angeschaut, haben uns dazu die App runtergeladen, zumindest habe ich das getan. Ja, bei mir <laughs> funktioniert's nicht. Sorry. Und haben genau geschaut, worum geht's? Wie können wir Bitcoins verdienen beim Podcast anhören? Das wäre doch cool, oder? Es ist es. Also ich würde es feiern. Ja. Und ich habe tatsächlich was verdient. Kurzer Spoiler an dieser Stelle, äh, Michael. Legen wir mal los. Also was ist gemeint? Es gibt zwei Dinge, die wir jetzt unterscheiden müssen. Mhm. A. Es gibt diese Podcast-Plattform namens mhm. Fontaine Podcast-Plattform. Mhm. Das ist eine amerikanische meine ich Plattform. Also auf Deutsch Fontäne. Genau. Mhm. Und diese Plattform hat eine Kooperation eingegangen oder ist eine Kooperation eingegangen mit CBD. Jetzt ist es nicht das CBD, was ihr so kennt, sondern man schreibt es Z E B E D E E. Richtig. CBD. Richtig. So und diese Plattform belohnt dich, wenn du zockst und das mit Satoshi's mhm. und Bitcoins etc. Also mit verschiedenen Kryptowährungen. Ja. Und durch diese Kooperation ist es möglich, ganz easy, wenn man seinen CBD-Account hat, mit dieser Fountain App quasi zu verknüpfen mhm. und du kannst sofort Bitcoins verdienen, okay. wobei es nicht direkt Bitcoins sind, sondern mhm. Satoshi's. Mhm. Was sind Satoshi's? Satoshi's sind die kleinste Einheit der weltweit bekanntesten Kryptowährung Bitcoin. Der Kurs schwankt zwar extrem aufgrund der hohen Volatilität, aber äh, es ist glaube ich dennoch wertstabil, schätze ich mal, oder? Ja, und das hast du sehr gut vorgelesen, Michael. Ja, ich, ich war jetzt gerade hilflos. Ey, du hast mich jetzt gerade in eine Ecke gedrängt und ich habe einfach schnell lesen gelernt. Also, Satoshi, Naka, äh, Satoshi Nakamoto. Ja. Das ist das Pseudonym für anscheinend den Bitcoin-Gründer. Richtig. Und deshalb ist die Währung Satoshi mhm. ganz abgekürzt Satz. SATS mhm. für Satoshi. Mhm. Genau. Michael hat den Rest ja schon gesagt. Ähm, natürlich entstehen dazu Mythen. Mhm. Gab es den Satoshi wirklich? Wer ist dieser Satoshi? Ist er untergetaucht? Man weiß nicht, was passiert ist. Ich glaube, wir werden es auch nie erfahren. Und ich glaube, den Typen hat es einfach nie gegeben. Ah, irgendjemand hat Bitcoin ja erfunden. Also I don't know. Ja, es könnte auch nur Glück gewesen sein, denke ich, oder? Vielleicht wollte man auch Bitcoin in der anderen Sichtweise erfinden, um mhm. damit andere Geschichten zu machen, weiß ich nicht was genau, mhm. und hat dann gemerkt, hey, das kann man als Währung behandeln. Aber dass es dann diesen Schwung gemacht hat, hätte keiner Bitcoin, gedacht, ja. Hätte keiner gedacht, auch nicht der Satoshi Nakamoto. Richtig, wenn es ihn gegeben hat. Ja. Das <lacht> <lacht> Eigentlich müssten wir jetzt so eine düstere Musik so im Hintergrund. Das ist so ein bisschen so gruselig. So. Hat es diesen Satoshi Nakamoto wirklich gegeben? Das, ist das eine Geschichte? Ist sie erfunden? <lacht> <lacht> Ihr Jonathan Frakes. <laughs> das kannst du dann gleich reinfiltern. <laughs> X Factor, der ist unfassbar. Mit Gio und Michael. Perfekt. Das müssen wir unbedingt als Real erstellen. Ich, ich melde dich schon äh, bei RTL Instagram. 2 an. Okay. Mhm. Ja. Äh, das ist ein anderes Thema. Mit Remake etc. Ja, Aber okay. Ja. Auf jeden Fall kommen wir back to the topic. Richtig. Denn ich habe tatsächlich diese Plattform ausprobiert. Und wenn ich von dieser Plattform spreche, spreche ich von Fontaine. Mhm. Ähm, ich habe mir diese App runtergeladen mhm. und habe geschaut, wie diese App aufgebaut ist. Mhm. Jetzt wäre es natürlich ziemlich cool, wenn man das eingeblendet sehen kann. Mhm. Ich habe hier Satoshis verdient. Mhm. Und Satoshis, die kleinste. Mögliche Währung einer Kryptowährung. Mhm. So, und man, man kann sehen: aha, 10 Satoshis, sehr cool. Jetzt kann ich eine Episode anhören von zum Beispiel Podcast-Creator, mhm. zufälligerweise, und habe genau 10 Satoshis verdient. Könnte jetzt theoretisch diese Satoshis changen mhm. zu einem Bitcoin, wobei du wahrscheinlich nicht einen Bitcoin bekommen würdest, mhm. sondern eher einen kleinen Anteil. Mhm. Und wir haben uns auch angeschaut, wie der Wechselkurs ist. Wenn du 1000 Satoshis hast, dann hast du circa 20 Cent, je nach Wechselkurs. Ist nicht so schlecht eigentlich. Genau, also da muss man wirklich lange dafür einen Podcast aber, anhören. Aber wie ja? viele viel Episoden musst du dir anhören für 1000 Satoshis? Oder wie viele Episoden hast du dir angehört für 10 Satoshis? Ich habe mir eine ganze Podcast Creator Episode im dreifachen Speed angehört. Okay. Ist dir was das aufgefallen, dass es mit weniger Speed mehr Satoshi's gewesen wären? Das muss ich testen tatsächlich. Okay, das wäre interessant. Aber auf jeden Fall kann man äh, dazu erwähnen, dass man ganz normal mittels anhören einer Podcast Episode du Geld verdienen kannst. Das dazu. Mhm. So, wir wissen jetzt, okay, 10 Satoshi's ist quasi nichts, nicht viel. Umgerechnet mit dem aktuellen Kurs sind das äh, 0,2 Cent. So ist oder 0,2 Cent. Ja, Irgendwas genau in der Richtung. Ja, ja. So, und Bitcoins äh, sind es sechs Bitcoins. Richtig. Crazy, oder? Ja. Sechs Nullen. Ja. Du ja. bist halt so im Millionenbereich nur halt im Minus. Ja, so ziemlich weit ja. im Minus. Das heißt, du musst sehr viele Podcasts anhören, damit du überhaupt etwas verdienst. Ja, richtig. So, genau, das war jetzt mal das dazu. Aber dennoch, äh, ich glaube, ich habe schon ein bisschen auch etwas gesehen. Du kannst die Satoshis, Satoshis auch weitergeben an andere Podcaster, stimmt's? Indem, dass du den ja. Episoden nämlich Likes gibst und dadurch auch einen Satoshi weitergibst an den jeweiligen Creator, oder? Richtig. Und so kommen wir schon zu den äh, vier Punkten, die wir uns vermerkt haben, was man so alles machen kann. Ah, okay. Aber dazu gleich mehr. Mhm. Ich möchte dir nur kurz vorlesen. Was so die Gründer sagen, was durch diese Innovation geschieht. Okay. Also sie sagen, in ein paar Jahren werden wir auf kostenpflichtige Abonnements für Inhaltsplattformen zurückblicken, die nichts mit der tatsächlichen Nutzung dieser Plattform zu tun haben und darüber lachen, wie einfach und ineffizient das war. Mhm. Das sagte der Gründer oder der CEO von Fountain, Oscar Mary, mhm. in einem Statement. Warum? Weil wir aktuell für so viele Sachen Geld zahlen. Ja. Und in Zukunft durch diese Value For Value Thematik, das heißt, ich erzeuge Mehrwert, mhm. dadurch, dass ich diesen Mehrwert Aufmerksamkeit schenke, mhm. verdiene ich Geld. Ja. Nicht andersrum. Ja. Ich muss nicht dafür bezahlen, mhm. sondern ich bekomme dafür Geld, dass ich Aufmerksamkeit, was wirklich in den sozialen Medien die größte Währung überhaupt ist, Aufmerksamkeit. Ja. Dadurch verdiene ich Geld. Mhm. Mega, oder? Ja, extrem cool, ja. Was kann man noch dazu sagen, Michel? Ich finde, dass es auf jeden Fall ziemlich zukunftsversierend ist. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon mit dem Lightning-Netzwerk angesprochen hast, Nein, aber gerne kannst du, kannst du was dazu zählen. Super toll. Äh, mit dem Lightning-Netzwerk ist man in der Lage, schnelle, sichere und vor allem kostengünstige Bitcoin-Transaktionen zu tätigen, die Fähigkeit auch kleine Bitcoin-Beiträge zu sehr günstigen Gebühren zu verschicken, Ermöglicht völlig neue Monetarisierungsmodelle. Mit Listen to Earn könnten da klassische Werbekonzepte oder Streaming Abos revolutioniert werden. Das Besondere daran, auch die Hörer können damit Bitcoin verdienen. Also eben, ja. äh, so wie Gio es schon erwähnt hat, beim Hören bekommst du die Satoshis, die du dann im Nachhinein an den, an den äh, du Podcast weitergeben kannst. Nee, das so Satoshis, das hört sich cool an, oder? Wieso? Ja, du bekommst einen Satoshi. Danke. Ein satten Satoshi. Ja, danke. Und wie das genau funktioniert, habe ich mir hier aufgemalt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob alles wirklich auf YouTube kommt, denn auf YouTube veröffentlichen wir wirklich nur eine Art Teaser. So ist es. Aber nichtsdestotrotz kommt es vielleicht auch in Real-Format oder mhm. ähnliches mhm. oder auf TikTok. Mhm. Ich habe mir das ein bisschen vermerkt, wie funktioniert das Ganze? Also, CBD, diese Plattform, Play-to-Earn-Plattform, mhm. verknüpft oder kooperiert mit Fountain, ja. diese Podcast-Plattform. Ja. Dadurch verdienst du jetzt Satoshis, die du in diesem Lightning-Netzwerk. Zum Beispiel umwandeln kannst. Mhm. Dieser Lightning-Netzwerk funktioniert äh, wie eine Wallet, okay. wie so eine Krypto-Wallet. Ja. Dazu ist zum Beispiel die Blue Wallet sehr berühmt. Mhm. Die Blue Wallet auf diesem Lightning-Prinzip. Ja. Dieses Lightning-Prinzip nennt sich, glaube ich, so, wenn ich mich nicht irre, weil das sehr sparsam ist, weil es Mikrotransaktionen erlaubt mhm. in einem relativ schnellen Zeitraum mhm. mit wenig Ressourcen. Okay. Weil man muss bedenken, wer mit dem ganzen Krypto Gedöns, sage ich mal, nicht vertraut ist. Es ist auch gar nicht so einfach zu verstehen, mhm. aber ich habe mal da so ein Buch gelesen vom Julian Hosp. Mhm. Damit man diese Bitcoins erstellt, quasi, ja. muss man einen Code knacken, mhm. um diese Blocks zu erstellen mhm. und diese Mikrotransaktionen äh, sind dann quasi so Teile dieses Blocks und mhm. irgendwann bekommen wir diesen Bitcoin. Ja. Aber mittlerweile, umso mehr Blocks erstellt werden, desto schwieriger wird es, einen Block zu erstellen. Umso weiter hinaus in die Zukunft geht. Mhm. Irgendwann hat es auch anscheinend ein Ende, habe ich gelesen. Mhm. Das heißt, irgendwann ist es wieder so kompliziert, noch mehr Blocks zu erstellen, noch mehr Bitcoins zu erstellen. Ähm, aber das geht zu tief jetzt in diese Thematik, Michel. Ich glaube auch. Aber auf jeden Fall diese Mikrotransaktionen, die brauchen Ressourcen. Mhm. Das kommt darauf an, was du erstellst. Mhm. Ob du ein Bitcoin erzeugst, ob du ein Ethereum erzeugst, mhm. etc. Verbraucht je nachdem sind das auch unterschiedliche Prinzipien, die da mhm. arbeiten. Aber ich möchte jetzt nicht zu tief in diese Thematik gehen. Das können wir gerne vielleicht in Zukunft äh, näher erklären. Wir können gerne mal eine Bitcoin-Episode machen. Ja. Wir sind aber jetzt beim Thema Podcasting und Krypto. So, wir haben eine Wallet. Äh, diese Wallet können wir sogar mit Fountain verknüpfen mhm. oder können CBD benutzen als Plattform. Das heißt, es erleichtert das Ganze. Mhm, mh. Das ist das ganze Spiel, okay. Michel. Geil. Genau. Also ziemlich easy. Und eben, dass man eben seine Show supportet. Ja. Richtig. Und jetzt kommen wir zu den vier Punkten, mhm. die wir uns hier aufgelistet haben, was man wirklich mit Fonten mhm. verknüpft mit CBD machen kann. Mhm. Und ich würde sagen, du fängst direkt an, lieber Michel. Eben, schon, wie schon erwähnt, Listen to Earn. Mhm. Ganz normal Geld verdienen, indem dass du nur zuhörst und somit deine Satoshis bekommst. Deine satten Satoshis. Deine Satz. Richtig, genau. Äh, dann Punkt zwei, mhm. die Sets, dass du eben deine Sets Stacks. Weißt du, was Stacks bedeutet? Ich glaube eben Stapeln, also im Großen und Ganzen sammelst. Ja, also du lagerst etwas mhm. und dafür verdienst du etwas. Das ist wie wenn du sagst, im Finanzbereich, ich lege mein Geld an und dafür bekomme ich meine Rendite etc. Okay. Also Kling meine, je nachdem, ob du, was du bekommst, welchen Bereich, du investiert bist, ob du jetzt Aktien investiert bist oder in anderen Bereichen. Mhm. Du legst was an, dafür bekommst mhm. du was. Zum Beispiel Zinsen, wenn du jetzt einen Kredit vergibst, etc. Und ja. kannst du zum Beispiel auch deine Sets irgendwo lagern, mhm. extern in einer Wallet, ja. die wahrscheinlich angegeben wird von, von Fountain. Ja. Und dafür bekommst du Satz. Und irgendwann sagst du, okay, ich möchte die nicht mehr lagern, mhm. ich möchte die wieder zurückhaben. Mhm. Und dann ist quasi. Deine Staking-Time vorbei. Und dann bist du Kryptomillionär Na, ja, schön wär's. <laughs> aber das kannst du in sehr vielen Bereichen im Krypto-Bereich machen. Mhm. Tatsächlich, da gibt es mittlerweile Krypto-Games, bei dem du Ich habe mal tatsächlich in Krypto-Games gezockt. Okay, geil. Da habe ich tatsächlich Krypto-Geld verdient. Okay. Das war aber am Ende ein Scam. Oh, okay. Ja. Kling, 100 Euro weg. Klingt nach dem türkischen Spiel. War das ja, Das ne, hieß äh, Fish Coins oder irgendwas in der Richtung. Ah okay, nee, das war nicht das türkische Spiel. Du ja. konntest, äh, du konntest tatsächlich Fische sammeln. Okay. Äh, du kaufst die erstmal, du investierst Geld. Ja. ja. Dann wandelst du das Geld in Kryptogeld um. Ja. Dann kaufst du dir dadurch Eier, da okay. schlüpfen dann Fische raus. Ja. Da kannst du legendäre Fische etc. bekommen. Ich hatte ziemlich coole Fische. Ja. Und dadurch und die Fische konnten arbeiten und für mich Geld generieren. Okay. Kryptogeld. Ja. Dieses Kryptogeld konntest du, aber nur nach einer bestimmten Zeit wieder rausholen. Okay. Spätestens ab dem Zeitpunkt sollte man checken, dass es ein Scam ist. Ja, schon. Ein Scam, also ein Betrug. <laughs> ja. Für alle da draußen. Ja. Und dann irgendwann so nach 20, 25 Tagen wollte ich es rausholen. Äh, der Kurs war glaube ich pro Coin auf 2 Euro okay. oder auf 2 Dollar. Ja, ja. Das heißt, die ersten, wo wirklich raus konnten, die haben wirklich Tausende Euro verdient. Ja, ja. Aber viele haben Tausende Euro verloren. Scheiße, ja. Klingt ich War einer, der so ein paar, der 100 Euro oder so, 150, glaube ich, verloren hat bei diesem Crypto-Game. Andere haben, keine Ahnung, 2000 Euro oder so verloren. Ja, verstehe schon, ja. Bist du ähm, doch gut ausgestiegen? Ja, ja. Ich habe das einfach getestet. Ich teste gerne neue Tools. Deswegen haben wir jetzt Podcast-Creator. Ja. Wie ihr sehen könnt. Aber ich gebe dir einen Tipp. Darf ich den Tipp noch kurz geben? Bevor du das nächste Mal 150 Euro in ein Spiel investierst, investierst in ein Mikro. Das war vor der Podcast-Zeit. Ja, ja, ich sage nur. Ich glaube, das war vor unserer Podcast-Geschichte. Live-Hack ja. mit Michi. Ja, also mein Mikro ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, nee, nee. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Aber. Das war auf jeden Fall ein Scam. Mhm. Also da musst du wirklich aufpassen bei solchen Kryptogeschichten, vor allem wenn man euch viel Geld verspricht, indem man Geld lagert, zum mhm. Beispiel in Form mhm. eines Stacks mhm. und dafür dann Geld bekommt. Mhm. Weil, ja, im Krypto-Bereich gibt es einfach viele Scammer, das muss man sagen. Aber ich finde das ziemlich safe, weil äh, ich habe zwar ja gesehen, du kannst jetzt zwar Satoshis auch eben kaufen, äh, die mhm. du dann in der App benutzen kannst, eben für deine ja. äh, die Shows, die du supporten willst. Mhm. Aber äh, solange du jetzt nicht wirklich Geld ausgibst, sondern eben nur die Satoshis earnst, also sammelst, finde mhm. ich jetzt eigentlich nicht viel Risiko dabei. Nein, also die Geschichte finde ich auch nicht schlecht, also ja. absolut nicht. Ja. Also von, von in der Hinsicht äh, kann man nichts sagen. Ist es echt safe, ja? Ja, safe. Also von daher eine coole Sache. Das heißt, Nummer eins, listen to earn, du verdienst mhm. Satoshis, indem du einen Podcast anhörst, das habe ich getan. Mhm. Und habe meine satten 10 Satoshis verdient. <laughs> um, und dann gibt es diesen Stack-Modus. Hat ja. ja Michael gerade gesagt. Das heißt, ja. man lagert die, S -S -S die Sets an. Ach, komisch, <laughs> schwierig. Aber die Sets lagern wir an. Ja. Bekommen dadurch, wie gesagt, nochmal Kryptogeld. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit Nummer 3, Create Clips. Das heißt, ich kann von den angehörten Podcast einen ähm, Clip generieren mhm. und diesen verbreiten. Mhm. Dadurch, dass ich diesen Clip verbreite und diesen Clip gut angesehen wird, werde ich dadurch auch Satoshis bekommen. Also ich werde dadurch ähm, belohnt. Klingt mega, ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein, sage ich mal, ein krasser Influencer wäre, mhm. der ganz viele Clips verbreitet, vielleicht über den eigenen Podcast, Win-Win-Situation, ja. und du hast viele Anhänger, sage ich mal, ja. viele Leute, die deinen Podcast feiern, mega geil. Schon. Win-win. Man verdient zwar wahrscheinlich immer noch sehr wenig, aber es ist auf jeden Fall wenigstens irgendwas. Ja, ja. genau. Ja. Und dann, dadurch, dass du jetzt gerade zwei erwähnt hast, erwähne ich jetzt den vierten gerne. Point. Das nennt sich Show Your Support. Mhm. Interact with Hosts, Guests and Listeners with Boosts and Replies. Mhm. So, was heißt das? Das steht, für jeden gestreamten Episode mhm. verdienst du Satoshis. Yep. Und zwar auch dann, wenn du mit dem Host interagierst. Mhm. Wie das genau funktioniert. Weiß ich nicht genau. Vielleicht wirklich, wenn man die Episoden teilt. Ja, ja, ich habe ja eben gesehen, du kannst ein Herz drauf geben. Und äh, mir hat er ja gleich gesagt, da ich ja noch kein Konto habe, kann ich keine Satoshis hergeben, weil ich noch keine verdient habe. Dann haben wir es herausgefunden. Also, ja. das heißt, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit durch Anhören, durch Verbreiten, durch äh, Liken etc. Mhm. Folgen. Dadurch kann man äh, Satoshis verdienen. Ja. Mhm. Also, von daher ziemlich cool. Was vielleicht dazu erwähnt werden kann und das kannst du vielleicht sagen. Was ist mit dem Premium-Zugang? Was hat das mit dem Premium-Zugang an für sich, Michel? Ähm, es gibt nämlich auch den Premium-Zugang, der kostet 4,19 Euro im Monat. Und da, da sparst du dir ein Prozent weniger Transaktionsgebühren. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob das jetzt viel ist. Das kann ich dir auch nicht sagen, weil ich habe da noch nicht viel gehandelt. Aber wir haben ja am Anfang gesagt: mhm. Kryptowährung verbraucht Ressourcen, je nachdem, mhm. nach welchem Prinzip. Ja. Ethereum zum Beispiel ist es so, dafür braucht man Gas, heißt ja, das ja. tatsächlich. Ähm, bei Bitcoin ist es natürlich eine andere Gebühr. Und dementsprechend kann es schon mal sein, dass es, dass man sich doch viel Geld spart, vor allem wenn man viel handelt wahrscheinlich. Ja, ja. also ich glaube, ja, so ein Prozent viel wahrscheinlich. Ja, also für die Hardcore-Hörer unter äh, Fountain, ja. mal tief. Genau. Ja. Aber wir wollen die Episode nicht sprengen, Michel. Hat mir wirklich Spaß gemacht, über Krypto und Lightning-Netzwerk zu sprechen. Ich glaube, da ist viel Potenzial auch in Richtung äh, Value for Value. Das heißt, ich gebe Mehrwert und bekomme etwas dafür. Mhm. Also, ich gebe meine Aufmerksamkeit auch ab in gewisser Weise, mhm. verdiene aber dadurch Geld. Mhm. Mega das geil. Ist schön. Ein cooles Konzept für die Zukunft und wenn ich ganz kurz spoilern kann bei der letzten Kryptomesse glaube ich war das mhm. in, in Lissabon ja ich weiß nicht wie die Messe hieß Krypto äh, oder Smart Messe irgendwas in der Richtung mhm. die findet glaube ich einmal jährlich statt letztes Jahr in Lissabon mhm. und ich habe gesehen dass äh, Value for Value in Zukunft an Bedeutung zunehmen wird warum weil wir heutzutage unsere Aufmerksamkeit kostenlos verschenken mhm. Kostenlos in Anführungszeichen, weil wir Zeit verschenken. Ja. Und in Zukunft werden wir für unsere Zeit belohnt. Und da können ganz viele Geschäftskonzepte wahrscheinlich darauf aufgebaut werden, dass du vielleicht später sogar für eine Art Netflix oder Spotify Geld verdienst und nicht Geld bezahlst. Ja, das könnte schon möglich sein, ja. Also ich bin hyped auf die Zukunft und ich glaube, das war nicht die letzte Episode zu dieser App, da du ja schon voll in dem Crypto-Game drin bist. Und ich denke, dass du sie öfters nutzen wirst. Denke ich, könnten wir eine Update-Episode dazu machen, wie viel Satoshis du in einem Monat mit Podcast hören verdient hast. Okay, jetzt drängst du mich zwar in die Ecke, aber lass uns in 30 Tagen eine Update-Episode durchführen und ich versuche mal ein bisschen was anzuhören. Ja, versuch mal 30 Tage lang VP zu nutzen. Okay, dann schauen wir mal. Die Episode erscheint, wann erscheint diese Episode? ist am 24. Februar erschienen, wenn du diese Episode dir jetzt gerade anhörst. Mhm. Das heißt, wir möchten diese App testen bis. Ah, lass uns mal Zeit bis Ende März. Okay, gut, kein Problem. Und dann eine Update-Episode rausbringen. Das wäre nice. Dann haben wir nämlich ungefähr die 30 Tage zusammen und ja, ziemlich geil, Michael. Jo. In diesem Sinne möchte ich gar nicht so lange überziehen. Vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Mir machen diese Episoden wirklich viel Spaß. Ich sage auch vielen Dank. Wünsche dir auch ein wunderschönes Wochenende, mein Lieber. Michael. Ebenso. Ganz liebe Grüße nach Österreich. Und die abschließenden Worte darfst du. Nein. Haltet die Ohren steif, andere Dinge auch. Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, eine Bewertung auf Apple Podcast und auf Spotify da zu lassen und checkt unsere Instagram Kanäle aus, denn das ist nämlich sehr wertvoll von euch und bringt uns einfach nur weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi Baba, bis zum nächsten Mal. Werbung Hey, liebe Podfluencer Community, Gio und Michael hier. Servus Podcaster, aufgepasst, wir haben eine Ankündigung für euch. Das Podfluencer Festival ist da. Vom 29.09. bis zum 1.10.2023 findet das Ganze in Neuulm statt. Vernetze dich mit anderen, besuche inspirierende Workshops und erlebe Live-Podcasts auf der Bühne. Und das ist noch nicht alles. Wir haben eine Überraschung für euch. Sichert euch die Tickets für das unvergessliche Podfluencer Festival. Besucht die Webseite für mehr Informationen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald beim Podfluencer Festival. Dein Gio und dein Michael. Werbung Ende.